Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin's, Nell. Heute möchte ich mit dir über Nagelpilz reden. Ja, genau, du hast richtig gehört, Nagelpilz. Darüber, wer es wann, wie und warum bekommt. Wir reden über die Prophylaxe, also die Vorbeugung. Und am eigenen Beispiel zeige ich dir, wie man das auskuriert und die Therapie einleitet. Hier siehst du die Beweisfotos, die circa 5 Wochen Therapie beinhalten. Wie habe ich erkannt, dass ich Nagelpilz hatte? Relativ schnell an der Optik. Man hätte das auch mikroskopisch untersuchen können, aber die Optik war entscheidend. Was sah ich? Dass der Nagel weniger Glanz hatte, eine Verfärbung, die weiß-gelb-bräunlich war. Der Nagel wurde dicker, brüchiger, trockener. Die Infektion begann typischerweise am Nagelrand und setzte sich dann in Richtung der Nagelplatte fort. Nach 5 Wochen konnte ich makroskopisch, also mit bloßem Auge, keinen Nagelpilz mehr detektieren. Achtung, er ist aber immer noch da. Dazu mehr später im Therapieteil. Die typischen Erreger sind Fadenpilze, Hefepilze und Schimmelpilze. Sie lieben warme, feuchte und dunkle Orte und kleine Eintrittspforten, Wunden und Verletzungen, die man auch oft nicht mit bloßem Auge erkennen kann. Falls du schon mal eine Pilzinfektion hattest und gesund wurdest, besitzt leider keine Immunität, nächster Pilz, nächste Infektion wahrscheinlich. Leider ist auch diese Pilzinfektion sehr schnell übertragbar auf andere Menschen, aber auch innerhalb von dir, von dem Nagel zum Beispiel auf die Haut oder Haare. Gott sei Dank nicht mit dem Blut auf innere Organe. Es ist eine rein oberflächliche Infektion. Ungefähr 12% der Bevölkerung leiden unter Onychomykosen, also Nagelpilzinfektionen. Welche Faktoren begünstigen das? Zum einen sind es natürlich alle Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen. Autoimmunerkrankungen etc., Dermatosen, also unterschiedliche Hauterkrankungen, Diabetes mellitus, PAVK, also auch Durchblutungsstörungen und natürlich auch das Alter. Im Alter wird das Immunsystem etwas schwächer, die Zellteilung verlangsamt und der Nagelwachstum verlangsamt auch. Nun zur Therapie. Da es eine beginnende Infektion war, habe ich mich für eine externe, äußerliche, lokale Therapie entschieden. Jeweils morgens und abends habe ich unterschiedliche hautverträgliche Desinfektionsmittel auf den Nagel, die Haut und die umgebenden Nägel aufgesprüht und einwirken lassen. Sobald die Nägel wieder trocken waren, habe ich nur morgens eine Tinktur benutzt, ein Nagellack mit antimykotischen Mitteln, der den Pilz im Wachstum hemmt und abtötet. Wie gesagt, nur morgens aufgebracht. Ich habe immer mit dem Pinsel ein Tröpfchen auf den Nagel gegeben und mit einem weiteren Pinsel habe ich das verteilt, damit die Substanz in der Flasche nicht verunreinigt wird. In meinem Stadium wäre das nichts. Wer aber eine chronische Pilzinfektion hat, im fortgeschrittenen Stadium, sollte sich an seinen Arzt wenden. Es gibt noch eine Therapie mit Tabletten, die muss man dann aber wirklich absprechen. Es hat viele Nebenwirkungen und auch keine 100%ige Heilungsrate. Da ich eine leichte beginnende Infektion hatte, habe ich auf die Lasertherapie verzichtet. Die wäre aber im Notfall auch zu überlegen. Die verkürzt die Therapiezeit und steigert den Therapieerfolg. Muss man einen Nagelpilz wirklich therapieren? Die Therapie ist teuer. Man muss sie regelmäßig durchführen und sehr, sehr lange Zeit. Das ist nervig. Ich für meinen Teil sage, eine Therapie ist notwendig. Es ist nicht nur die Optik. Seien wir ehrlich, es sieht schon hässlich aus. Zudem entstehen belastende Beschwerdesymptome wie Juckreiz, Schmerzen, die sehr stark sein können, Blutungen aufgrund von Mikro- und Makrotraumen, also Rissen, die weitere Eintrittspforten für weitere Infektionsquellen sind. Also weiter mit meiner Therapie. Was habe ich abends gemacht? Abends habe ich eine Creme aufgetragen, die auch antimykotisch wirksam ist. Warum? Weil Pilze eine wirklich sehr schwer zu bekämpfende Infektionsquelle darstellen. Sobald die Umgebung etwas schlechter ist, zum Beispiel durch Desinfektionsmittel oder diese Tinkturen, den Nagellack, kommt es zur häufigen Bildung von Sporen, hartnäckigen Dauerformen, die alles mögliche Überleben schwer zu bekämpfen sind und noch Wochen, Tage später einen neuen Pilz erschaffen können. Das möchten wir nicht. Deswegen pflege ich auch meinen Nagel mit einem Antimykotikum, damit er nicht trocken ist, damit sich die Sporen und Pilze nicht verstecken können und ich erst an alles rankomme. Wie du siehst, benutze ich das Mittel großzügig, lasse es einwirken. Wenn der Überschuss da ist, nehme ich das ab. Ich benutze immer Hilfsmittel, damit es nicht zur Übertragung auf andere Stellen kommt. Zudem desinfiziere ich immer die ganze Umgebung und alles, was mit dem Nagel in Verbindung gekommen ist, um eine weitere Übertragung zu verhindern. Der nächste Tag hat begonnen. Das geht wieder bei Schritt 1 los. Ich verwende ein gutanverträgliches Desinfektionsmittel, trage es großzügig auf, benetze den Nagel und die umgebenden Strukturen, damit es zu Heilungschancen kommt. Und so sieht es nach 5 Wochen aus. Rein oberflächlich ist nichts mehr zu entdecken. Aber wie gesagt, nur weil man es nicht sieht, heißt das nicht, dass die Pilze nicht da sind. Gerade in diesem Stadium sollte die Therapie für weitere 6 Monate oder 12 Monate fortgesetzt werden. Was ich sehr gerne als Zwischenschritt in meiner Therapie verwende, ist, wenn ich zum Beispiel nach Hause aus der Arbeit komme, ziehe ich die Schuhe aus und verwende ein antimykotisch wirkendes Spray, sprühe es auf den Nagel und die Haut auf der
quasi von der Pilzinfektion betroffen ist. Und ich sprühe es auch gleichzeitig in die Schuhe, damit sie keine Pilze mehr haben. Oft benutze ich ein anderes Desinfektionsmittel im Tausch, das verwende ich auch und sprühe es in die Schuhe rein. Und auch in die Hausschuhe, nicht vergessen. Dir ist aufgefallen, dass ich unterschiedliche Substanzen verwende und diese immer wieder untereinander austausche. Warum mache ich das? Weil Pilze extrem schwer zu bekämpfen sind. Deswegen sei bitte vorsichtig und skeptisch, wenn dir irgendjemand ein Wundermittel andrehen möchte, das du nur einmal aufträgst und dann wärst du geheilt. Nun zur Prophylaxe. Ich möchte verhindern, eine erneute Pilzinfektion zu bekommen. Deswegen sprühe ich dieses Mittel von Colonial in die Schuhe regelmäßig rein, neben den Desinfektionsmitteln, die ich dann auch regelmäßig verwenden werde. Ungefähr so einmal die Woche. Ich werde die Schuhe auch nicht täglich tragen, sondern ein paar Schuhe an diesem Tag und am nächsten Tag ein paar andere Schuhe. Ich werde dafür sorgen, dass meine Füße immer schön trocken sind, notfalls den Föhn benutzen nach dem Duschen. In fremder Umgebung besonders werde ich Badelatschen anziehen und zwischenzeitlich auch meine Füße desinfizieren. Schuhe, Socken und Handtücher werde ich nicht mit anderen Menschen tauschen. Ich werde weiterhin nur bequeme und passende Schuhe anziehen. Schuhe, die nicht passen, können Verletzungen hervorrufen und dann können sich natürlich Infektionen ausbreiten. Und so oft wie möglich werde ich offene Schuhe tragen, damit meine Füße richtig atmen können. Ich versuche mit Glücklichsein und besserer Ernährung mein Immunsystem zu stärken und natürlich desinfiziere ich alles Werkzeug, das ich an den Nägeln anwende, in seinem UV-Sterilisator. Den stelle ich dir das nächste Mal in einem Video vor. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nur zu, unten ist Platz genug. Nun danke ich dir für deinen Besuch und deine Zeit und wünsche dir einen wunderschönen Tag.